Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Berufsoptimierern, deinen Experten für die Themen Bewerbung, Beruf und Berufung. Mein Name ist Bastian Thiel. Und mein Name ist Katja Michalek und heute haben wir Masa Amudadashi im Interview. In dieser Folge geht es darum, wie du endlich wieder glücklich zur Arbeit gehen kannst. Masa im Interview heute ist gebürtige Iranerin, lebt in München und ist glücklich verheiratet. Seit fast 5 Jahren ist sie als Rednerin und Trainerin unterwegs und versucht, die Arbeitswelt für mehr Herzlichkeit, Wertschätzung und Menschlichkeit zu begeistern. Sie ist gelernte Hotelfachfrau, studierte Wirtschaftspsychologin und hat eine Zeit lang als Herzlichkeitsbeauftragte gearbeitet. Herzlich willkommen, Masa. Schön, dass du im Interview hier bei uns bist. Hi, danke. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Haben wir was vergessen bei diesem Kurzüberblick, der es ja nur war? Nein, überhaupt nicht. Dann kommen wir im Laufe des Interviews aber bestimmt noch in weitere Details und können dir bestimmt noch ein paar andere Informationen entlocken. Ich bin vor allem mega gespannt darauf, was eine Herzlichkeitsbeauftragte ist. Das habe ich schon nie gehört. Doch bevor wir einsteigen, Masa, was wolltest du als Kind mal werden? Grundschullehrerin tatsächlich. Das ist so ein Beruf gewesen, den wollte ich immer gerne ausüben. Und es war auch so bis kurz vorm Abitur sogar so mein Herzenswunsch gewesen, Lehramt zu studieren. Mhm. Ich liebe Kinder. Ich denke, das wird ein Grund sein. Ich habe es schon immer geliebt, unter Menschen zu sein. Ich habe mir den Beruf als Lehrer immer als sehr abwechslungsreichen Beruf vorgestellt. Ich habe es mir immer spaßig vorgestellt, gerade mit Grundschullehrern. Und ich glaube, ein Grund, warum ich das auch als Kind gerne machen wollte, war, ich hatte so eine großartige Grundschullehrerin. Ich hatte so eine tolle Grundschullehrerin. Und ich glaube, das war auch so mit ausschlaggebend dafür, dass ich gerne Grundschullehrerin werden wollte. Ist häufig so auch so der erste Beruf, mit dem Schüler konfrontiert werden, also in Kontakt sind. Das ist ja so häufig so die erste Idee, die dann kommt. Absolut. Ja. Und jetzt machst du heute was ganz, ganz anderes, ne? Wie ging es denn dann weiter nach der Grundschullehrerin? Wie ging es weiter nach? Ja, Schule war dann doch eher mühsam für mich. Ich weiß, ich bin irgendwie immer durchgekommen, aber nie mit großer Freude, muss ich sagen. Also nach dem Abitur war ich dann doch ganz froh, nicht gleich zu studieren oder studieren zu müssen. Ich habe mich ja dann für eine Ausbildung entschieden zur Hotelfachfrau. Und es war auch ein reiner Zufall, weil ich nicht vorhatte, in die Hotellerie zu gehen. Die Hotellerie hatte für mich immer so einen schlechten Beigeschmack. Irgendwie dachte ich, Mensch, im Hotel, da gehen die nicht so gut mit den Mitarbeitern um. Wenn du gerade als Azubi bist, du irgendwie ganz unten in der Nahrungskette, du darfst ein Jahr lang Betten machen, Bäder putzen und die Arbeit machen, die sonst keiner machen möchte. Irgendwie habe ich mir die Hotelwelt immer so vorgestellt. Und ich saß dann zufällig in einem Vortrag von Klaus Koppiol, das ist der Gründer vom Schindlerhof, der Inhaber. Und in seinem Vortrag damals hat er gesagt, also bei mir stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt des Unternehmens. Und ein Satz, der hat mich echt umgehauen damals. Der hat nämlich in seinem Vortrag gesagt, in meinem Unternehmen bilde ich keine Hotelfachleute aus, ich bilde Unternehmer aus. Und warum? Das war so ein Moment, da dachte ich, okay, da will ich hin. Also das Unternehmen, da möchte ich lernen. Und warum gerade dieser Satz? Also ich meine, ich bilde nicht Hotelfachleute aus, ich bilde Unternehmer aus. Warum war es gerade dieser Satz? Weil will denn jeder Unternehmer sein? Nein, und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie daran gedacht, ich, mit 21 oder ich weiß nicht, wie alt ich war, 20, ich möchte Unternehmerin werden. Aber also ich habe Hotelfach, hat mich nicht interessiert, das Fach an sich hat mich nicht interessiert. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, er hat da in seinem Vortrag das Organigramm gezeigt des Unternehmens. Und dieses Organigramm, das war auf den Kopf gestellt. Also ganz oben standen die Azubis und ganz unten stand die Unternehmensführung. Und er hat zu diesem Organigramm damals erzählt, dass dieses umgedrehte Organigramm für die flachen Hierarchien im Unternehmen stehen. Und das waren so ausschlaggebende Punkte und Impulse für mich damals, dass ich dahin wollte. Und der Satz, ich bilde Unternehmer aus, das war für mich so, okay, ich lerne mehr als nur das Fach, sondern ich lerne das große Ganze. Ich lerne, wie ein Unternehmen funktioniert, wie Zusammenhänge funktionieren. Und das fand ich so spannend. Also dieses Mehr, nicht nur das Fach, sondern darüber hinaus. Und deswegen war das für mich dann ganz klar, da möchte ich hin. Mhm. Und dann hast du eine Bewerbung fertig gemacht und hast dich hinbeworben und bist da auch dann hingekommen, wo du hin wolltest. Genau,
Genau. Ja, Moment, 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 Moment. Wollte ich gerade sagen, die Geschichte. Ja, Moment, Moment, Moment. Ein bisschen. So war es ja nicht ganz, ne? Genau, du warst doch da ganz forsch, oder? Ja, also ich, bestimmt. Ich bin noch nach dem Vortrag, bin ich echt so ziemlich euphorisch, wie so ein kleiner Groupie fast, bin ich zur Bühne gerannt mit dem Buch vom Klaus, was ich verkauft habe an dem Abend. Und dann habe ich ihn gebeten, mir das Buch zu signieren. Und er hat mich dann gefragt oder gesagt, ja klar, das mache ich gerne, aber was soll ich dir dann reinschreiben? Und an dem Tag oder in diesem Moment habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, Herr Kopiol, schreiben Sie bitte rein für meine zukünftige Auszubildende. Und das hat er tatsächlich getan. Also er hat gezögert, weil er nicht wusste, ob ich einen Knacks habe, ob ich das ernst meine, ob ich ihn auf den Arm nehmen möchte. Aber er hat es tatsächlich reingeschrieben. Aber ich habe ihn auch nicht erpresst mit der Unterschrift. Also ich habe mich wirklich auf ganz, ganz legale Wege beworben. Ja. Hätte das nicht funktioniert, dann hätte ich es mir vielleicht überlegt mit der Erpressung. Aber es steht doch, ist doch ein Vertrag. Genau, du hast es unterschrieben. Und dann bist du da gestartet als Hotelfachfrau, oder wie können wir uns das jetzt vorstellen? Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht, 2,5 Jahre zur Hotelfachfrau und habe wirklich alles durchlebt, was man in einem Hotel quasi. Also ich habe Betten gemacht, stand im Restaurant, also war im Service, stand an der Rezeption und im Tagungsbereich, also alles, alle Abteilungen durch. Wäre das auch ein Tipp, den du jungen Leuten geben würdest, die nicht genau wissen, welche Richtung sie eine Ausbildung machen wollen? Geh weg vom Fach, was du lernen möchtest. Such nicht nur das Fach, wenn du keine richtige Idee hast, sondern such dir ein Unternehmen aus, eine Unternehmensphilosophie. Absolut, absolut. Und das machen auch viele junge Menschen. Also das kann ich beobachten. Ich habe relativ spät, sage ich mal, relativ alt nochmal angefangen zu studieren. Mit 26 war ich schon mit einer der Ältesten in meinem Studiengang. Und ich kann zum Beispiel heute schon beobachten, meine Kommilitonen, die viel jünger sind als ich, die suchen jetzt nicht explizit nach einer Branche, weil sie unbedingt in eine Branche rein wollen, sondern die schauen, wo sind interessante Unternehmen, die eine interessante Philosophie haben, die eine tolle Unternehmenskultur haben, Unternehmen, die viel für ihre Mitarbeiter tun, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Also ich glaube, das wird immer, immer interessanter. Das werden immer die interessanten Arbeitgeber der Zukunft. Okay. Also es ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur die großen Namen unbedingt, oder? Also ich habe nämlich gerade gedacht, okay, das ist ja, dann bewerben sich alle bei BMW, Mercedes und Lufthansa, weil die kennt ja jeder. Da ist man ja dann einer unter vielen, der sich bewirbt. Ja. Aber es geht ja tiefer. Es ist nicht einfach nur ein bekannter Name, sondern wirklich reingucken, reingehen, wie ist die Philosophie, wie gehen die mit Menschen um? Genau. Und wie kriegt man das raus? Es gibt so viele Portale mittlerweile. Also es gibt, du kannst ja mal schauen, zum Beispiel nach Auszeichnungen. Es gibt bestimmte Auszeichnungen wie Great Place to Work. Da kann man ja schon mal sehen, das ist eine Auszeichnung, da bewerten Mitarbeiter das eigene Unternehmen. Das heißt, da kann schon mal nicht, also denke ich, nicht so viel manipuliert werden. Und das sagt ja dann schon was aus. Dann, finde ich, ist eine Plattform wie Kununu. Das ist ja großartig. Da kann ich schon mal schauen, hey, was schreiben denn andere über das Unternehmen, andere Mitarbeiter über das Unternehmen? Wie wird das Unternehmen bewertet? Also es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, es herauszufinden, auf die eigene Homepage des Unternehmens zu gehen und zu schauen, schreiben die denn auf der eigenen Homepage irgendwas über eine Mitarbeiterkultur, Unternehmenskultur? Und kann ich mich damit identifizieren? Mhm. Ja. Super spannend, den Ansatz. Ich habe nämlich gerade überlegt, ich habe es eigentlich auch so gemacht. Ich habe mich ja damals bei Lufthansa beworben, nicht weil ich Luftverkehrskauffrau werden wollte, sondern weil ich zu Lufthansa wollte. Aber da ging es eher darum, okay, das war international. Ich habe mich nicht damit befasst, wie die Unternehmenskultur war. Das heißt, diesen Schritt weiter bin ich damals nicht gegangen. Aber stimmt, das hat man eigentlich oft schon so gemacht, also sich irgendwie Firmen ausgesucht und nicht einfach nur das Thema. Das heißt, du hast dann Hotelfachfrau gelernt und hast dann während der Ausbildung das Thema dann auch lieben gelernt? Oder hast du gesagt, okay, die Firma ist toll, aber der Job, gut, muss man nicht machen? Das Fach an sich, das habe ich ganz schnell gemerkt, war nicht meine große Leidenschaft. Also ich war nie die Beste im Service oder gut im Service. Ich bin ein großer Tollpatsch. Also meine Mama hat ja erstmal laut gelacht, als ich ihr gesagt habe, dass ich in die Hotellerie gehe, weil ich wirklich so ein riesen Chaot und Tollpatsch bin. Deswegen war für mich immer ganz klar, das Fach an sich, die Hotellerie ist nicht... das ist nicht meine Leidenschaft, aber ich habe ganz schnell gemerkt, okay, dieser Kontakt zu Menschen, Kundenkontakt, Gastkontakt, mit Menschen zu sprechen, das ist das, was mir total viel Freude macht.
Das habe ich sehr schnell in diesem Beruf gelernt. Und ich glaube, es gibt wenige Berufe oder, also die Hotellerie ist ein großartiger Beruf, um sich eine gewisse Menschenkenntnis anzueignen. Also das hat mir schon sehr viel gebracht. Mhm. Kontakt, so viel Kontakt. Also du bist ja permanent im Austausch mit Menschen. Das fand ich schon sehr toll. Mhm. Wo war denn, also eine Sache, die hängt mir noch so ein bisschen im Kopf. Du hast gerade eben gesagt, du wolltest halt nicht, also ne, Hotellerie ist dafür bekannt, man muss Betten machen und so weiter und man muss sich erstmal so hocharbeiten. Und dann hattest du die Hierarchie von dem Kupsiol, hieß der, ne, Klaus? Ja. Genau. Gesehen und bist dann in dem Unternehmen gestartet und hast gerade gesagt, ja, und dann habe ich erstmal Betten gemacht und Gastro und so weiter. Wo war denn jetzt der Unterschied zu einer gewöhnlichen Hotelfachfrau-Ausbildung? Das gehört definitiv dazu, finde ich, wenn man eine Hotelfachausbildung macht, dass ich auch das Fach von der Pike auf lerne. Definitiv, deswegen war das für mich keine Frage, dass ich auch Betten machen muss und dass ich auch Teller waschen muss und Besteck polieren muss. Aber dass es nicht nur dabei geblieben ist, sondern dass ich beispielsweise jeden Morgen die Kennzahlen in meinem Fach hatte. Dass ich wusste, welche Umsätze wurden in welchen Abteilungen gemacht, was fehlt uns noch, um das geplante Ziel zu erreichen, dass ich Ideen mit einbringen durfte, dass ich Seminare besuchen durfte. Das sind ja alle Auszubildende. Genau. Oh, krass. Dass ich Entscheidungen treffen darf als Auszubildende, dass ich Verantwortung übernehmen darf. Das ist das, was darüber hinausgeht. Und das ist das, was diese Ausbildung für mich zu einer besonderen gemacht hat. Schön. Das ist wirklich, das, weißt du, das finde ich so cool, ne? Weil wir werden ja später noch über das Thema Wertschätzung sprechen, aber auch Verantwortung, und du hast es gerade schon so schön genannt, dass du direkt diesen Vertrauensvorschuss bekommst und dich ausprobieren darfst. Und klar, bestimmt waren nicht immer alle Ideen gut von dir, die du da eingebracht hast. Manche waren noch total bescheuert. Aber das Besondere ist, dass dir Gehör geschenkt wurde, richtig? Ja. Ist das der Unterschied oder so? Ja, dass du Menschen mit einbeziehst, dass ich das Gefühl habe, das, was ich hier zu sagen habe, ist auch was wert und dass man auf meine Meinung zählt und das ist wichtig. Das war mir wichtig und ich glaube, es ist vielen Menschen wichtig. Mhm. Spüren, ich bin ein Teil des Unternehmens, ja. Mhm. Darf mitwirken und bin ein Teil des Erfolgs auch. Schön, ein Teil des Erfolgs, das ist ja. Toll. Klasse. Schönes Bild. Und nach der Ausbildung bist du dann geblieben oder wie ging dann dein Weg weiter? Ja, also ich bin nach der Ausbildung geblieben, die ging jetzt 2,5 Jahre und ich bin dann im Veranstaltungsbereich geblieben. Also ich war dann noch ein halbes Jahr Tagungsassistentin, also habe Veranstaltungen mit organisiert, koordiniert, vor Ort als Ansprechpartner und nach diesem halben Jahr war für mich eigentlich der Entschluss gefasst, dass ich das Unternehmen verlasse, also nach insgesamt 3 Jahren. Und, warum? Warum? Weil es hörte sich an, als ob du da ganz gut aufgehoben gefühlt hast. Total. Das ist immer die Frage, wenn es dir gut geht und du hattest Spaß. Ich habe ja auch gesagt, es war eine super Ausbildung und ich hatte eine großartige Basis geschaffen für mich. Aber das Fach hat mich ja nicht interessiert. So extrem. Das Fach war ja nicht meine Leidenschaft. Und dann kam aber der Punkt der Herzlichkeitsbeauftragten. Genau, dann hat nämlich der Klaus diese Position neu geschaffen. Mhm. Also die gab es ja vorher nicht und es war ja deutschlandweit war das etwas Neugeschaffenes. Und das hat mich dann wiederum gereizt und das war der Grund, warum ich dann doch noch geblieben bin. Hat er sie für dich geschaffen? Also mit dich im Hinterkopf, okay, ich möchte sie halten und das ist doch wie auf den Leib geschneidert. Denke, ja. Oh krass. Und das war dann für mich auch ausschlaggebend, weil es war hochspannend. Ich meine, es ist total spannend, eine Position von der Pike auf mitgestalten zu dürfen. Mhm. Also mitgestalten zu dürfen, was fallen für Aufgaben unter diese Berufsbezeichnung. Also ich konnte die komplett selbst gestalten, diese Aufgabe. Und das war natürlich für mich ganz spannend. Und das habe ich dann als Herausforderung angesehen und angenommen. Wie kam es dazu, dass du diese Rolle bekommen hast? Was hat dich da unterschieden von den anderen Leuten? Das ist immer so schwierig, das über sich selbst zu sagen. Zu sagen, ja, ich bin halt, nein. Ich weiß ich nicht. Das ist so. Guck sie dir doch an. Guck doch an, wie sie strahlt. Ja, eben. Aber das müssen wir jetzt mal gerade für die Zuhörer übersetzen. Genau. Auf diese Frage hin,
Maße hatte keine Antwort, beginnt einfach nur zu strahlen mit der Videoleuchte, die ihr gegenüber steht, um die Wette, wer mehr strahlen kann. Und ich glaube, dann haben wir die Antwort. Ne? Also diese Herzlichkeit, die Maße halt einfach zum Ausdruck bringt, ist wahrscheinlich das, was sie die Möglichkeit gebracht hat, Herzlichkeitsbeauftragte, Experten für Herzlichsein, ermöglicht hat. Richtig? Nehmen wir es mal so an. Also, ja. Aber ich kann mich auch noch gut an diesen Tag erinnern, wo wir drüber gesprochen haben, was eigentlich eine Herzlichkeitsbeauftragte machen soll. Und am Anfang ging es ja auch eher so darum, wir müssen den Mitarbeitern beibringen oder noch mehr Herzlichkeit schaffen. Und ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass wir Herzlichkeit Menschen nicht beibringen können. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich, auch als Herzlichkeitsbeauftragte war es nicht meine Aufgabe, Menschen beizubringen, wie sie herzlich sind, weil ich glaube, das ist Schmarrn. Dass es nämlich so viele verschiedene Arten der Herzlichkeit gibt. Also Herzlichkeit heißt ja nicht immer nur gleich nur freundlich zu sein und zu lächeln. Es gibt ja Menschen, die sind auf so ruhige Art, so introvertierte Art sehr herzlich, gell? Und es gibt so das liebe ich ja, so Menschen, die so brummig sind und so herzlich sind, die aber so authentisch, darum geht es nämlich, authentisch zu sein. Ich habe da so eine Vorstellung, so eine kölsche Frohnatur, ne? So ein brummiger, kölsche Jung. Die Ruhrgebietler. Oder Ruhrgebietler, genau. Ja. Oder eine Bedienung in einem Münchner Wirtshaus, ja? Das ist so für mich, das ja, absolut. Und was waren dann deine Aufgaben? Also du sagtest ja gerade selber, es war nämlich so das Fragezeichen, was ich so hatte. Wie kann man den Leuten beibringen, herzlich zu sein? Und ist es nicht, wenn so dieses, okay, sei jetzt herzlich, so, das ist jetzt irgendwie deine Aufgabe, herzlich und freundlich zu sein. Was waren denn deine Aufgaben? Wie bist du denn da vorgegangen? Also um es mal so ganz grob wie möglich zu sagen, war es so meine Aufgabe, ein Umfeld der Begeisterung zu schaffen. Also ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir gerne sind, gerne arbeiten, Freude an der Arbeit haben, ein Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen, und dafür habe ich versucht zu sorgen. Also genau, weil, und das finde ich mir so toll, die Strategie des Unternehmens, die lautete, über die Mitarbeiterbegeisterung wollen wir hin zur Kundenbegeisterung. Das bedeutet, nur wenn sich der Mitarbeiter wohlfühlt, wenn er begeistert ist vom Unternehmen, von den Dienstleistungen, die wir anbieten, nur dann können wir auch den Kunden begeistern. Also war es so meine Aufgabe, für diese Mitarbeiterbegeisterung zu sorgen, indem man sich um Rituale der Wertschätzung kümmert, indem man sich um Teambuilding-Maßnahmen kümmert, indem man Schulungen gibt, ja, aber auch regelmäßig erfragt, wie geht's euch, wie ist der Gefühlszustand, und wenn einige sagen, nicht gut, warum, und also immer zu kommunizieren eigentlich, immer zu kommunizieren und zu fragen, wie fühlen wir uns eigentlich. Okay. Es gibt ja jetzt eine relativ neue Position, Feel-Good Manager. Mhm. In manchen Startups ist es so vergleichbar. Also der Feel-Good Manager ist entstanden durch den Beruf der Herzlichkeitsbeauftragten. Ach, wie krass. Genau. Mhm. Ja, okay. Und deswegen kann man schon, wenn ich lese viele Artikel so über das Thema Feel-Good Manager, und oft wird dann erwähnt, ja, der Feel-Good Manager sorgt dafür, dass eine Schale Obst bereitsteht. Und na klar, das sind Nettigkeiten, das ist auch total schön und kann auch dafür dazu beitragen, dass wir uns wohlfühlen. Aber das allein reicht ja nicht aus. Also da geht es auch viel um das Thema Menschlichkeit. Wie sind wir zueinander? Wie kommunizieren wir miteinander? Da geht es viel um das Thema Wertschätzung. Also das sind für mich die wichtigeren Themen. Und die müssen stimmen und das muss abgedeckt sein, damit dann auch so ein Obstkorb nett ankommt bei den Mitarbeitern. Weil wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle oder gesehen fühle im Unternehmen, dann bringt mir der Apfel auch nicht viel. Jetzt gibt es, also ich habe jetzt schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, ne? Und das waren immer alles tolle Arbeitgeber, aber gestern habe ich einen Satz gehört, fand ich sehr, sehr lustig. An excuse of the butt is still an asshole. Aber das können wir rausschneiden. Das können wir rausschneiden. Das war folgendes. Wenn man sich jetzt deutsche Unternehmen anschaut, ja, und jetzt kommst du dem mit Feel-Good-Manager oder Herzlichkeitsbeauftragter oder so, dann hörst du ja sehr, sehr oft,
Kann ich nicht messen, kann ich vergessen. So der typische BWLer-Controller-Denke, ja. Und jetzt ist es ja sehr, sehr cool, dass du das da ausprobieren kannst und dass es in Startups Feelgood-Manager gibt. Doch wir sind ja hier, also auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Menschen, die in ganz normalen Firmen arbeiten und halt nicht in Startups oder hier halt eben in so einem coolen Hotel wie bei dir. Zwei Fragen dazu. Erstens, warum glaubst du, wird das in den vielen Unternehmen nicht gemacht? Das Thema Feelgood oder Herzlichkeitsbeauftragte. Genau, richtig. Warum wird es nicht gemacht? Also ich versuche jetzt nicht in meinen Vorträgen zum Beispiel dafür zu appellieren, dass man eine Herzlichkeitsbeauftragte einstellen soll oder einen Feelgood-Manager. Ich glaube, wenn wir eine Unternehmenskultur, eine wertschätzende Kultur schaffen, brauchen wir eigentlich letztendlich diese Position gar nicht. Die ist nice to have, aber es ist jetzt nicht total wichtig, so einen Menschen einzustellen. Wenn, also sagen wir mal, beim Schindlauf hat die Basis schon gestimmt, ja, und es war dann einfach auch ein i-Tüpfelchen. Aber erstmal muss ja vieles, es gibt noch so viele Dinge, die geklärt werden müssen. Also so die Grundbedürfnisse, sage ich mal, die müssen erstmal stimmen, damit wir überhaupt über eine Herzlichkeitsbeauftragte sprechen können. Und da stimmt es ja in den meisten Unternehmen schon gar nicht mehr, richtig? Da müssen wir anfangen, genau. Und dafür versuche ich ja zu sensibilisieren, also darüber zu sprechen, wie schaffen wir Verbundenheit. Ja, wir müssen es erstmal schaffen, dass wir die Verbundenheit unserer Mitarbeiter für uns gewinnen als Unternehmen. Und wie überzeugst du die Unternehmen, in deine Vorträge zu kommen? Oder wie überzeugst du die Unternehmen davon, sich halt eben auch mit solchen Dingen zu beschäftigen? Weil die gehen alle in deinen Vortrag, die finden das toll, was du erzählst. Und das hört sich auch alles super an, aber dann sagen die, ja. In der Theorie ist das alles super. Ne? Aber in der Praxis müssen wir trotzdem jeden Tag uns mit Kunden rumärgern und es ist unfassbar viel Arbeit und die Leute stehen kurz vorm Burnout. Ja, aber ich spreche ja nicht... Ich spreche ja nicht von der Theorie, ich spreche aus der eigenen Erfahrung, also aus der Praxis. Und ich glaube, dass ich genau deswegen ankomme bei den meisten. Mhm. Weil ich eben als Mitarbeiterin aus der eigenen Erfahrung berichte. Ja? Der Wake-up-Call für die Führungskräfte. Genau. Okay. Sehr, sehr cool. Mhm. Ja. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Und ich glaube gerade auch dieser Perspektivwechsel, mal zu hören, hey, was hat der Mitarbeiter eigentlich für Bedürfnisse? Was brauche ich denn, damit ich Freude an meiner Arbeit habe, damit ich begeistert bin und damit ich mich verbunden fühle? Und dieser Gedankenwechsel, warum ist das so wichtig fürs Unternehmen? Weil du hast gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt, das möchte ich mal kurz wiederholen, begeisterte Mitarbeiter führt zu begeisterten Kunden. Klar. Und das ist auch wieder Revenue am Ende des Tages, weil dann wollen die Leute natürlich auch mehr verkaufen, weil sie von ihrer Firma begeistert sind. Ich meine, wir sind doch im Alltag selbst Kunden, alle. Ich jeden Tag. Und ich gehe doch am liebsten dorthin, wo ich spüre, da arbeiten Menschen, die gerne und mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben. Ich gehe in kein Restaurant ein zweites Mal wieder, wenn ich doof behandelt werde. Wir sehen das doch, ob die Freude daran hat, an ihrem Job oder nicht. Ich gehe zu keinem Friseur ein zweites Mal, wenn ich das Gefühl habe, allein schon das Gefühl, ich war jetzt im Urlaub zum Beispiel, vielleicht mal um ein Beispiel zu nennen, und vor dem Urlaub wollte ich noch gerne zum Friseur und bin in München bei einem Friseur reingelaufen und da standen drei Friseurinnen, die sich gerade unterhalten haben und ich wollte einen Termin ausmachen und keine dieser drei Damen hat mir die Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, die haben sich unterhalten und ich habe innerlich gesagt, ich zähle jetzt bis drei und wenn mir dann keine von diesen drei Damen ihre Aufmerksamkeit schenkt oder fragt, was ich möchte, was ich brauche, dann bin ich weg und ich habe mich umgedreht und bin rausgegangen. Ich würde nie wieder da reingehen oder da einen Termin ausmachen wollen. Also und das ist Umsatz am Ende des Tages, wenn das bei mehreren Kunden passiert. Definitiv. Deswegen sage ich immer in den Vorträgen, es ist katastrophal für Unternehmen, Mitarbeiter zu beschäftigen, die sich nicht verbunden fühlen. Ja? Das heißt also, weil wenn wir jetzt das Beispiel mal aufgreifen, wenn die jetzt also Bock auf ihre Arbeit hätten und Bock darauf hätten, wo die gerade arbeiten, dann hätten die sich nicht hingestellt, um zu quatschen, sondern dann würden die ihren Job machen, worauf sie Bock haben und mit Menschen. Definitiv. Arbeiten. Die würden mich doch nicht bewusst ignorieren als Kunden, wenn die Lust hätten auf ihren Job.
Und wenn sie vor allem auch, wenn es ihnen wichtig wäre, dass der Laden läuft, denn wenn also, ich mich verbunden fühle, dann ist es mir auch wichtig, dass ich Umsatz mache. Und mir kommt gerade voll der krasse Gedanke. Deswegen gibt es auch so viele Führungskräfte, die so schlecht delegieren können oder so schlecht meinen Urlaub fahren können, weil sie denken, wenn ich im Urlaub bin, dann flippen die hier alle aus. Entschuldigung, falsches Wort. Hängen den ganzen Tag rum und machen nichts. Und wenn ich dann wieder da bin, dann ist erst wieder Zug in der Firma. Ja, genau. Aber wie kann eine Firma denn gewährleisten? Das ist doch so ein bisschen wie Motivation. Also Motivation muss doch von innen rauskommen und eine Verbundenheit muss doch auch von innen rauskommen. Das heißt, wie kann eine Firma dafür sorgen, dass ein Mitarbeiter sich verbunden fühlt? Also entweder der hat Bock auf seinen Job von sich aus oder nicht. Oder wie kann die Firma da Einfluss drauf nehmen? Also definitiv beginnt es ja klar, wie du schon sagst, erstmal bei mir, bei meiner eigenen Einstellung. Ja, aber die Unternehmen können und müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und zwar können, also um Verbundenheit zu schaffen, ist zum Beispiel Wertschätzung ein ganz großes Thema. Ja. Wertschätzung ist Verantwortung zu übergeben. Ich sage immer, Verantwortung ist immer gekoppelt mit Vertrauen. Und es löst doch ein gutes Gefühl in mir aus, zu wissen, da sind Menschen, die mir vertrauen. Und das können wir jetzt auf die Arbeitswelt beziehen, das können wir aufs Privatleben beziehen. Wenn ich weiß, jemand traut mir etwas zu, jemand vertraut mir etwas an, ja, dann will ich doch mein Bestes geben, um denjenigen nicht zu enttäuschen, der mir sein Vertrauen schenkt. Ja. Und ich hatte schon eine Teilnehmerin in einem Seminar, die gesagt hat, das sieht sie überhaupt nicht so, denn es gibt, sie hat Mitarbeiter im Unternehmen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Und ich denke, das ist dann genau... Und das glaube ich auch, das gibt diese Mitarbeiter. Und das sind nämlich Menschen, die arbeiten in Unternehmen, wo keine Fehler geduldet werden. Und wenn ich nämlich in einem Unternehmen arbeite, wo Fehler oder in dem Fehler nicht gern gesehen sind, bestraft werden, dann habe ich doch auch keine Freude daran, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also eine Fehlerkultur ist meines Erachtens, also ich behaupte, es gibt nichts Schlimmeres als ein Umfeld, in dem ich Angst haben muss, Fehler zu machen. Mhm. Weil dann bin ich gehemmt in meiner Kreativität, in meinem Tun. Ich probiere Dinge nicht aus. Also ich finde das ganz schlimm. Und dann kann ich auch verstehen, dass ich keine Verantwortung übernehmen möchte. Mhm. Also um nur ein paar wenige Punkte zu nennen. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist für mich so ein wichtiger Punkt, der Verbundenheit schafft. Ja? Dankbarkeit? Wie meinst du das? Was ist das? Gehe ich jeden Tag zur Arbeit und sage, oh, ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann? Oder? Nein, ich meine zum Beispiel, dass eine Führungskraft erkennt und sieht und dankbar dafür ist, dass beispielsweise Mitarbeiter sich einsetzen, sich bemühen. Ja, wenn ich nämlich das Gefühl habe, und das kann man auf die Führungskraft oder mit, egal in welcher Position, wenn ich das Gefühl habe, dass die Dinge, die ich tue, als Selbstverständlichkeit gesehen werden, dann mache ich es irgendwann nicht mehr gerne. Oh. Darf ich? Macht. Ich habe in der Berufsschule beispielsweise eine, wie sagt man, Mitschülerin gehabt, die und es war folgende Situation, ist mehrfach aufgetaucht, dass ihr Handy geklingelt hat und der Arbeitgeber war dran. Und sie ist nicht rangegangen. Und ich konnte das nicht verstehen. Ich habe sie gefragt, warum gehst du nicht ran? Denn es könnte ja ein Notfall sein. Vielleicht ist jemand krank und du sollst einspringen. Und die Antwort war, ja, genau deswegen. Ja. Und dann kam nämlich folgender Satz, und den habe ich schon so oft in meinem Leben gehört: Es dankt mir doch eh keiner. Und wenn ich das Gefühl habe, dass wenn ich einspringe für den Kollegen und es dankt mir keiner und die Leute und meine Führungskraft sieht das als Selbstverständlichkeit an, dann mache ich das nicht ein zweites Mal. Mhm. Aber es funktioniert auch andersrum. Wenn ich merke, spüre, hey, die sind dankbar, dass ich länger geblieben bin. Die sind dankbar, dass ich eingesprungen bin. Die sind dankbar, dass ich ein Projekt in der Freizeit noch fertig gemacht habe. Ja, dann mache ich das auch gerne wieder. Mhm. Ist es so, dass wenn ich alles für selbstverständlich erachte, ich da nicht auch ein ziemlich langweiliges Leben führe, weil ich nie überrascht werden kann, oder? Definitiv, ja, definitiv. Deswegen ist Dankbarkeit, schafft Dankbarkeit definitiv Verbundenheit. Und ist für mich immer ein wichtiger Punkt in meinen Vorträgen und Seminaren. Mhm. Ja. Ich möchte bei diesem Satz, das dankt mir doch eh keiner, nochmal aufgreifen, denn wir wissen ja gar nicht genau, ob die Firma ihr das nicht doch dankt. Vielleicht ist es einfach nur ihr Glaubenssatz, den sie von zu Hause mitbekommen hat, okay, das hat gar keinen Wert, sich zu engagieren in der Firma.
Wie gehen denn Firmen damit um, wenn die tatsächlich sich bemühen und sagen, okay, wir zeigen Dankbarkeit, wir zeigen Wertschätzung, wir haben was aufgebaut, damit die Mitarbeiter das irgendwie, um denen das zurückzugeben und damit die sich auch wohlfühlen. Wie geht man da mit Mitarbeitern um, die es einfach, weil die es gar nicht, weil die ja halt diesen Glaubenssatz haben und das dann auch gar nicht wahrnehmen als das, wie es gemeint ist? Also, dass der Mitarbeiter gar nicht sieht, dass da wirklich jemand ist, der auch dankbar ist dafür. Ja, genau. Dann kann ich immer nur raten, wirklich ins Vier-Augen-Gespräch zu gehen und miteinander zu sprechen und zu kommunizieren, weil irgendwo ist da ein Problem, ein Defizit und man muss darüber sprechen. Mhm. Ja.